Hi, ich bin der Chris und heute drehe ich aus Abu Dhabi. Das Thema ist leider nicht so schön wie das Land bzw. die Stadt hier, denn es geht heute um Todesfälle aufgrund der Schnorchelmasken. Im Jahr 2017 gab es Todesfälle auf Hawaii. Ein amerikanischer Nachrichtensender hat darüber berichtet. Was ist die Ursache dafür? Die Ursache ist im Vorfeld, ganz kurz angeschnittener, der Kohlendioxid. CO2-Ausstoß, die eigene Atemluft wird immer wieder eingeatmet. Und zwar, die Hersteller werben zwar mit einem Zwei-Wege-Luftkanal, doch letztendlich ist hier einfach nichts. Ja, mit nichts meine ich, die ausgeatmete Luft bleibt in der Maske drinnen und wird dadurch wieder eingeatmet. Zum Vergleich, hier bei der Chrome-Schnorchelmaske gibt es hier einen separaten Luftkanal, wo die ausgeatmete Luft ja tatsächlich aus den Schnorcheln rausgeführt wird. Jetzt kommen ein paar Detailaufnahmen. Bleibt auf jeden Fall dran, schaut euch das Video an, damit ihr die richtige Kaufentscheidung trefft. Okay, hier zum Vergleich dieses Mal eine andere Schnorchelmaske, als die ihr aus meinem anderen Video kennt. Hier habe ich mir eine andere Maske geholt. Wieder ein Billiganbieter. Hier in dem Fall 25 Euro. Ich meine, Preis und Qualität stimmen hier auf jeden Fall nämlich überein. Niedriger Preis, niedrige Qualität. So, okay, kommen wir zum eigentlichen Problem. Und zwar, die eingeatmete Luft wird hier oben in das Sichtfeld geleitet, kommt hier über diese Membranen in den Mund- und Nasenbereich und hier wird die frische Luft eingeatmet und wird dann ausgeatmet, hier seitlich. Und zwar durch diese Bohrung. Schauen wir mal, ob das hier die Kamerafrau aufs Bild bekommt. Seht ihr die Bohrung hier? Okay. Somit wird die ausgeatmete Luft wieder in das Sichtfeld geleitet. Und wie ich ja gerade schon beschrieben habe, befindet sich ja im Sichtfeld auch die frische Luft. So. Ausgeatmete Luft und eingeatmete Luft vermischt miteinander. Und dadurch kommt es zu einem extrem hohen Kohlendioxidanteil. Hier oben nochmal der Schnorchel. Ihr seht, es ist nur ein einziger Luftkanal. Jetzt dazu gleich mehr. Ich möchte euch mal die Frage stellen, was denkt ihr, was wird passieren, wenn ihr 5 Minuten eine leere Flasche an euren Mund haltet und damit atmet? Ihr werdet vermutlich bewusstlos umkippen und so kann es auch mit der Schnorchelmaske passieren. Okay, hier zum Vergleich die Maske von Chrome Sport, da ich jetzt gerade schon den Schnorchel rausgezogen habe, schauen wir uns gleich hier mal den Schnorchel an. Zack! Ihr seht schon, hier am linken Schnorchel, der mittlere Luftkanal ist der Kanal für die eingeatmete Luft, links und rechts für die ausgeatmete Luft. Und hier ein Einwegeschnorchel. So, hier bei der Schnorchelmaske von Chrome wird hier die eingeatmete Luft ebenfalls ins Sichtfeld geleitet. Auch hier selbes Prinzip, durch die Membran in den Mund- und Nasenbereich. Und dann, hier kommt der wesentliche Unterschied, auch hier seitlich abgeleitet. Doch, hier ist nochmal ein separates Silikonrohr. Und das kann man hier auch rausziehen. Auf beiden Seiten, links und rechts. Die ausgeatmete Luft wird vollständig hier nach außen geleitet. Und jetzt sage ich euch mal was, und zwar an alle Sparfüchse, die meinen, die müssen hier günstig kaufen oder einfach sparen. Ihr spart am falschen Ende und spielt letztendlich mit eurem Leben, beziehungsweise es muss ja nicht unbedingt zum Tod führen, zwangsläufig die Nutzung von so einer Maske, aber ihr braucht euch nicht wundern, wenn ihr nach 10 Minuten Schnorcheln mit so einem Schädel wieder rauskommt aus dem Wasser und wundert euch, warum habt ihr Kopfschmerzen. Es gibt einen Labortest, einen Test von den Billiganbietern. Was wurde getestet? Und zwar wurde hier vorne eine Bohrung platziert. Dort wurde ein Kohlendioxidgerät angeschlossen und dadurch konnte der Kohlendioxidwert in Form von PPM gemessen werden. Die Ergebnisse, ja, katastrophal, ausgenommen diese Maske. Und zwar alle über 9999
Sprich, 9.999, der Messwert übersteigt die Anzeige vom Messgerät. Hier bei der Maske von Kroom kann man auf einen Wert von um die 3.000. Ich appelliere da wirklich an eure Vernunft. Hört auf, diese Billiganbietermasken zu kaufen und legt lieber etwas mehr Geld zur Seite und kauft euch ein Produkt, wovon ihr auch wirklich was habt. Ich meine, ihr kauft es nicht wegen einmal Schnorcheln, sondern ihr geht ja mehrere Male in den Urlaub. Wenn ihr sagt, okay, mir ist die Maske trotzdem zu teuer, dann könnt ihr immer noch alternativ ausweichen auf die Taucherbrille mit Schnorchel. Die gibt es auch für wenig Geld und da gibt es das Problem mit dem Kohlendioxid bzw. mit dem CO2-Gehalt, mit dem hohen CO2-Gehalt gibt es dort nicht. Okay, so viel von meiner Seite zu dem Video, warum das Video auch so wichtig ist. Jetzt wisst ihr es und wie gesagt, ich appelliere da an eure Vernunft. Gebt dem Video einen Daumen nach oben. Ihr könnt den Kanal auch abonnieren, wenn ihr immer wieder solche wichtigen Informationen wollt oder zu neuen Gadgets. Okay, ansonsten, wie könnt ihr die Maske erwerben? Ganz klassisch wieder in der Videobeschreibung findet ihr einen Link. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen klaren Verstand und viel Spaß im Urlaub.